Der Rhein hat Hochwasser. Hier in Stockstadt ist der Altrhein über die Ufer getreten. Wir brauchen Wasser zum Leben, aber zugleich verursachen Fluten immer wieder schlimme Schäden. So ist es schon seit Menschengedenken. Die Bibel bewahrt die Erinnerung daran in der Erzählung der Sintflutgeschichte. Gott lässt es regnen, bis alles untergeht. Nur Noah in der Arche wird gerettet, mit seiner Familie und den Tieren. Die Angst vor dem Wasser sitzt tief. Im Psalm 69 aus der Bibel schreit ein Beter seine Verzweiflung zu Gott. Er sagt: Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken im tiefen Schlamm und finde keinen festen Grund. In tiefes Wasser bin ich geraten. Eine Flutwelle spülte mich fort. Hier wird das Hochwasser zum Sinnbild. Jemand ertrinkt in seiner Angst. Mir fällt dazu die Angst vor Corona ein. Ich denke heute an viele Menschen in dieser Corona-Krise, an die Kranken, an die Ärztinnen und Pfleger, die sich um sie kümmern, an ihre Angehörigen, die voller Sorge sind. Ich denke auch an alle in Existenznöten. Wie viele bangen um ihr Geschäft oder um ihre berufliche Existenz, weil Aufträge wegbleiben oder sie ihre Geschäfte schließen müssen. Als die Sintflut in der Bibel zu Ende ist, macht Gott ein Versprechen. Gott sagt: Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Als Zeichen dieses Bundes setzt Gott einen Regenbogen an den Himmel. Darauf können Menschen vertrauen, durch alle Zeiten hindurch. Voriges Jahr zu Beginn der Corona-Krise wurde darum der Regenbogen zum Hoffnungszeichen. Hier in Stockstadt am Rhein haben Menschen seit alters zusammen darauf gehofft, dass sie miteinander den Fluten des Rheins standhalten können. Vor ein paar Jahrhunderten, als das Rheinhochwasser immer wieder ihr Dorf bedrohte, haben sie sogar die Kirche abgebaut. Der Pfarrer bekam schon nasse Füße, weil immer wieder das Hochwasser des Rheins darin stand. Gemeinsam haben sie die Kirche ein paar hundert Meter weiter neu aufgebaut. Bis heute feiern wir darin sonntags Gottesdienst, werden Ehen gesegnet und Kinder getauft. Die Menschen haben auch gemeinsam einen Deich gebaut, um ihren Ort zu schützen. Viel Arbeit, riesige Kosten, aber es war nötig. Zusammen Hoffnung haben hilft auch jetzt, wo die Corona-Pandemie uns bedroht und wir uns miteinander allesamt anstrengen. So viele Forscherinnen und Wissenschaftler vertrauen auf ihre medizinische Erfahrung und sind voller Hoffnung. Sie entwickeln Impfstoffe gegen die Corona-Pandemie und Heilmittel für die Erkrankten. Die Politik macht starke Vorschriften, die uns allen auf die Nerven gehen. Aber sie tragen dazu bei, dass viele Menschen gesund bleiben und sich nicht infizieren mit diesem tückischen Virus. Die Natur umgibt uns ja nicht, sondern wir sind Teil der Natur. Wir leben und sind immer wieder bedroht. Hier am Altrhein müssen Tiere und Pflanzen mit den wechselnden Wasserständen leben. Und wir müssen miteinander Fluten bestehen, Epidemien überstehen und immer wieder füreinander einstehen. Gott ermutigt dazu mit dem Hoffnungsbild, dem Regenbogen. Schauen wir mal, wann das Hochwasser wieder sinkt. Und wenn die 7-Tages-Inzidenz der Corona-Infektionen so niedrig liegt, dass wir wieder gut miteinander leben, singen und feiern können. Denn ich glaube, ja, wir schaffen das. Dafür bete ich. Möge Gott uns mit Segen begleiten.